So Leute, lange ist es her für mich, für euch jetzt wahrscheinlich nicht so lange, wahrscheinlich nur zwischen 3 und 5 Tage. Für mich ist es sehr lange her, dass ich Booster geöffnet habe und deshalb bin ich nochmal in mich gegangen und habe mir so die coolsten Booster der letzten paar Jahre, Jahrzehnten, Jahrhunderten angeguckt und dachte mir, hey, zu viele kannst du niemals öffnen. Also habe ich mir einen Mystery Booster geholt. Mittlerweile auch echt nicht mehr so günstig. Und ja, Mystery Booster war ja Anfang 2020 kam das Ding raus und es war ein Chaos Draft Booster gedacht. Niemand hat das Ding Chaos Drafted. Zumindest nicht die normale Edition. Die Convention Edition wurde Chaos Drafted. Zumindest bei uns hat das Ding niemand richtig gedraftet. Aber das Booster war geil. So, gucken wir uns das mal an. Loxodon Partisan 5-Mana-3-4 mit Battlecry aus irgendeinem Versus Deck. Fencing Ace aus M25, 2-Mana-1-1 Doppelschlag. Erst kommen 2 weiße Karten, dann kommen 2 blaue. 2 Mana, Everdream, Draw Cards, Splice on Arcan. Okay. Okay. Dann Portent, coole Karte. Wurde eine Zeit lang Legacy gespielt. Aktuell eher weniger. Aber naja, was sollen wir machen? Für einen Lost Mana Sorcery, man guckt sich die obersten 3 Karten von einem Spieler seiner Wahl an, vom Deck. Dieser Spieler kann sein Deck mischen, wenn du das bestimmst. Und zu Beginn des Abgibs zieht man eine Karte. Sehr gut mit Miracle Spells. Unsere schwarzen Spells sind Dark Withering, 6 Mana, das zerstört eine schwarze Non-Black Creature mit Madness, sehr geil. Roten Push, sehr cool, ein Fatal Push. Für ein schwarzes Instant zerstören wir eine Kreatur mit Mana-Kosten 2 oder weniger mit Revolt. Dann 4 oder weniger. Dann Valley Dasher, 2 Mana, 2-2, Eile und muss jede Runde angreifen, wenn möglich. Und Run Amok. 2 Mana, Instant, angreifende Kreaturen kriegen +3/+3. Trampel bis zum Ende des Tours. Eine angreifende Kreatur. Okay. Woodborn Behemoth. 5 Mana, 4-4. Und solange man 8 oder mehr Länder kontrolliert, hat er +4/+4 und Trampel. Beneath the Sands. 3 Mana Sorcery. Man sucht das Deck nach einem Standardland, bringt es geklappt ins Spiel und mischt sein Deck mit Cycling. Unsere Multicolor ist Call of Nightwings aus dem Dimir-Deck. 4 Mana Sorcery, man kriegt einen blau-schwarzen Horrorspielstein mit fliegend und das Spell hat Cypher. Unser Artefakt ist Ronans Amulett, das Monkett. 3 Mana legendäres Artefakt, grüne Zauberkosten, 1 Mana weniger zum Casten und immer wenn du einen Kreaturenzauber spielst, kriegt eine Kreatur +2/+2 und Trampel bis zum Ende des Zuges. Und Rith the Awakener. 6 Mana, 6-6 fliegend. Wenn dem Gegner Schaden zufügt, kann man 3 Mana bezahlen, dafür muss ein Grün sein. Und danach sucht man sich eine Farbe aus. Und man kriegt für jede Farbe auf dem Feld, für jedes Permanent, das diese Farbe hat, ein 1-1 Subrolling. Und Mindspring. 2 blaue und X Draws Cards. Okay. Und unsere Foil ist Mage Wrathstone. 2 Mana Artefakt. Für 1 Mana tappen, enttappe eine Kreatur, die als aktivierte Fähigkeit ein Tapp-Symbol in ihren Kosten hat. Kannte ich noch gar nicht. Also auch schon ewig hier. Dissension. Naja, das war ganz okay. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Seed. Ciao, ciao.